geht ab, meine Zuschauer, und willkommen zu einem neuen TCG-Opening auf meinem Kanal. Ah, ihr könnt es jetzt wahrscheinlich sehen, der Hintergrund hat sich geändert. Die Akustik ist noch nicht ganz optimal, da wird auf jeden Fall noch ein bisschen was passieren. Aber was soll ich sagen? Meine letzten Welten im Wandelbooster. Also es sind nicht alles nur Welten im Wandel. Ihr könnt hier sehen, da sind auch noch ein paar Booster von Farbenschock und ein paar Booster von Swashy Base dazwischen. Für Farbenschock haben wir ja immer noch die Mission, Gold Barrikadax zu ziehen. Für Swashy Base hunten wir immer noch den Wolf. Zu einer Mary Full Art sagen wir natürlich auch nicht nein. Und ja, was Welten im Wandel betrifft, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich hoffe, dass die beiden letzten Character Rares, die mir noch fehlen, dabei sind. Nicht wundern, wenn ich mal so leicht an der Kamera vorbeigucke. Ich gucke auf meinen Bildschirm von der Kamera nebenbei, weil das für mich noch ein bisschen ungewohnt ist, dass ich mich selbst sehen kann, während ich aufnehme. Ja, dann würde ich mal sagen, Welten im Wandel. Ich hoffe, das ist jetzt nachher dann von der Facecam richtig rum. Sonst werde ich die irgendwie spiegelverkehrt machen oder so. Welten im Wandel, erstes Booster. So. Ja, was soll ich sagen? Wir sind jetzt mittlerweile im Jahr 2021 angekommen, eine ganze Weile schon, oder ihr eine ganze Weile schon, für mich ist immer noch 2020. Wie ich hatte ja gesagt, dass ich die Videos für den Januar wahrscheinlich vorproduzieren werde, aber wir können uns auf viele, viele coole Projekte freuen. Ich werde dazu auch nochmal ein Video machen, was ich schon so alles vorbestellt habe, denke ich. Wir fangen jetzt einfach mal an. So, wir haben eine Kampfenergie, Togedemaru, Superfänger, Voluminas, Zirpurze, Griffel, Flecknäuel, Picolente, Flauschling, ein Knackleon als Reverse Rare und die Rare ist ein Kolossan. Das heißt, kein Hit im ersten Booster. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm und wir haben ja noch jede Menge weiteres Booster. Also weitere Booster. Es müsste schon mit... Okay, das Booster geht gerade ganz komisch auf hier. Ich muss das in Stücken aufmachen. Es müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht wenigstens ein paar Hits aus diesen ganzen Boostern rausziehen würden. Also ich denke mal zwei Hits, vielleicht mit Glück drei, wären schon geil, wären schon richtig geil. So, wir haben eine Stahlenergie, Metank, Nio, Beulenhelm, Palim Palim, Riolu. Hä? Nochmal Palim Palim? In einem Booster dieselbe Karte zweimal, okay. Kamehabs, Pepek, Ninja Tomites Reverse Rare. Die Rare ist, hey, ein Pion Draghi V. Da haben wir den ersten Hit des heutigen Tages. Glaube ich, habe ich schon gezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich werde es einfach mal einblenden an dieser Stelle, weil in der Zwischenzeit werde ich ja in meinem Ordner nachgeguckt haben können. Die Kameraperspektive übrigens, das wollte ich nochmal ganz kurz sagen, die wird sich vielleicht im Laufe der Zeit noch ändern, weil hier im Hintergrund, wo es jetzt noch weiß ist, da kommt noch ein Regal hin, in dem ihr dann meine OVP-Sammlung bewundern dürft. So, 2, 3, 4. Alles klar. Gott, nicht... No Spoilerino hier. Und wir haben eine Unlichtenergie. Lillys Pokepuppe, Dracium Z, Aranestro, Flauschling, Zirpurze, Flecknäuel, Picolente, Iguana, Paragoninoni und die Rare ist ein Goldgantes. Yeah, woohoo, Party! Okay, also Welten im... Das ist doch Welten im Wandel, naja. Welten im Wandel ist bisher noch nicht ganz so stark dabei. Allerdings muss man dazu auch sagen, die Karten, die wir heute von Welten im Wandel aufmachen, die sind aus einem Display. Aus dem Display, was ich ganz am Anfang dieses Kanals, also ich glaube im ersten oder zweiten Video schon mal gezeigt habe. Und da ist auch schon einiges rausgekommen.
Das heißt, Big Hits werden vielleicht nicht mehr dabei sein. Also kann natürlich trotzdem und das wäre auch geil. Aber worauf ich persönlich eher hoffe, ist wenigstens eine der letzten Character Rares, die mir noch fehlt. Mir fehlen noch Smogon und Stalobor. So, Wasserenergie, Rockheimer, die gute Kate, ne? Trompec, Pampuli, Pepek, Samurzel, Schwalbini, Flecknäuel, Sashian als Amazing Rare! Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Was ist das denn? Wie geil! Ich glaube, Sashian habe ich schon, die habe ich mal von Tim getauscht bekommen, aber trotzdem, die nochmal selbst zu ziehen, ist geil! Und dahinter haben wir einen Admurai. Also, ja, Pull Rate läuft auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und übrigens, das zählt nicht als Ziel, den Wolf zu handeln, weil um den Wolf zu handeln haben wir ja die Squashy Base Booster. Für diejenigen, die es immer noch nicht mitgekriegt haben, beziehungsweise die vielleicht auch neu auf meinem Kanal sind und es einfach noch gar nicht gehört haben. Ich habe weit über 200 Booster von Schwert und Schild Base aufgemacht und ich habe es geschafft, in diesen über 200 Boostern immer noch kein Sashian zu ziehen. Weder die normale V-Karte, noch die Full Art, noch die Goldkarte, obviously. Und ja, deswegen wird es da auch bald noch mehr zu Swashy Base geben. Wir gehen erstmal zu Welten im Wandel über. Also mit der Amazing Rare jetzt habe ich überhaupt nicht gerechnet. Also damit habe ich gar nicht gerechnet. Die kam aus dem Nichts. So, Welten im Wandel. Können wir eine Character Rare kriegen? Oder vielleicht eine GX-Karte? Das wäre auch ganz nice. So, wir haben eine Unlichtenergie, Enteron, Pandagro, Scaraborn, Kanivana, Lampi, Azurill, Geronimatz, Myrapla, Flambirex, leider wieder keine Amazing Rare, Character Rare meine ich natürlich, und dahinter ein Sabayone. Ein hässlich schielendes Viech mit einer 80er-Jahre-Frisur, so wie Lennificate das irgendwann mal gesagt hat. So, jetzt kommen wir zum ersten von zwei Swashy Base Boostern hier in diesem Video. So, zwei Chancen auf den Wolf. Und ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir ja da auch noch einen Hit raus. Also da ist das mit den V-Karten so, die habe ich eigentlich schon alle gezogen. Von den Full Arts fehlen mir noch zwei, drei. Aber da kommt es mir in erster Linie auf den Wolf an. Wir haben eine Feuerenergie, Gala Geradax, Golking, Gewöhnliche Angel, Kloptopus, Waumboll, Kamehamehatz, Rihorn, Micro. Ein Glücksei, vielleicht bringt es uns ja Wolfsglück. Und wir haben eine V-Karte. Moruda Bruder. Habe ich bestimmt schon 6 oder 7 Mal gezogen. Aber ey, es ist ein Hit. Ich freue mich drüber. Macht das Video interessanter. So, wir haben jetzt noch, ich muss mal kurz sehen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Booster. 7 Booster haben wir noch und schon 3 Hits. Ah, da kommt noch was, da geht noch was. Komm, aus Welten im Wandel will ich noch eine GX-Karte sehen. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht spoil. Das ist immer so schwierig. Auf der einen Seite will man es sorgfältig machen, auf der anderen Seite will man sich nicht spoilen. So. So, wir haben eine Feenenergie, Rip-Feen-Typ an dieser Stelle. Rot und Blau, Zugenergie, unbekanntes Fossil, Sneeble. Natu, how do you do? Grüße an Lionhardt. Knackleon, Seemobs, Quatermark, Yorkleff, wieder keine Character Rare und die Rare ist ein Alola Sandermeer. Auch die Karte schon oft gezogen jetzt mittlerweile.
Ey, cool, das ist aber, dass ich die Zacian Amazing Rare doppelt gezogen habe, das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil für euch, denn die wird es dann wahrscheinlich irgendwann im nächsten Giveaway geben. Ja, wann kommt denn das nächste Giveaway eigentlich? Das kann ich euch ganz einfach sagen. Und zwar entweder, wenn wir die 100 Abonnenten auf YouTube knacken oder wenn wir die 750 auf Instagram knacken. Je nachdem, was zuerst kommt. Für euch ist natürlich ganz einfach, was ihr machen könnt. Ihr könnt natürlich dem Video einen Daumen hoch geben. Aber wichtig ist, den Kanal auch zu abonnieren, damit ihr A, nichts mehr von mir verpasst und B, das Giveaway gleich kommen kann. Der Link zu meinem Instagram-Account ist natürlich in der Beschreibung und da mir am besten auch folgen. So, zweite Chance für den Wolf. Okay, das Booster geht wieder komisch auf. Ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen? Ihr wisst, ich weiß nicht, ob wie sehr ihr darauf achtet, aber normale V-Karten bekommen ja meistens keinen Drop hier bei mir oder keine musikalische Untermalung. Aber Zacian würde eine kriegen. Chimsticks, nochmal das Glücksei, vielleicht bringt es uns ja nochmal Glück. Zwolok, Zensekt, Rihorn, Picochilla, Lampi, Gliebunkel, Inteleon und ein Kramor. Das heißt, den Wolf haben wir leider auch dieses Mal wieder nicht zur Strecke bringen können. Jedenfalls nicht in Schwertschild Base. Ansonsten haben wir ja die Amazing Rare gezogen. Es fehlen mir noch drei Amazing Rares jetzt an der Zahl. Und zwar Jirachi und... warte mal. Jirachi, Rayquaza und Zamazenta fehlen mir jetzt noch. Die werden wir auf jeden Fall auch noch alle ziehen, weil ich habe es in einem der letzten Videos schon gesagt, es wird ein drittes Display von Farbenschock geben. Da müsst ihr euch aber noch bis zum Februar gedulden. Blitzenergie, Lillys ganze Kraft, die ich auch ultra gerne als Full Art haben würde. Ein Turner, Pliprin, Gladiantre, Leufeo, Smogon, Nasknet, Schnepfke, Seemobs, immer noch keine Character Rare. Und wir haben nochmal eine GX-Karte. Solga, Leo und Lunala. Eine wirklich, wirklich schöne GX-Karte. Ich muss auch sagen, ich mag die GX-Karten irgendwie immer noch lieber als die V-Karten. Also sind beides cool, da will ich nichts gesagt haben an sich, aber mit diesem ganzen Silber, verschiedenfarbigen Leuchten gefallen mir doch die GX-Karten immer noch einen kleinen Tick besser als die V-Karten. Wohingegen es bei den Full Arts andersrum ist. Ich finde, im Schwert- und Schildzyklus machen sie die Full Art-Karten tausendmal besser als. Wir haben hier wieder ein Booster, was schwer aufgeht, diesmal von Farbenschock. So. Und Farbenschock hat uns, hat Farbenschock schon einen Hit gegönnt? Ja, Pion Draghi. Glaube ich. Nee, ja, auf jeden Fall Zacian. So, wir haben eine Kampfenergie. Nio, Beulenhelm, Moruda Bruder, Dedenne, Felino. Das ungefähr so guckt, wie ich, als ich vorhin die Zacian-Karte gezogen habe. Janmar, Schwalbini, Wuffels, Duraludon und wir haben noch ein Maritelli V-Max. Was ist das hier schon wieder für ein Video? Ich glaube, das ist erst das dritte TCG-Video in diesem Jahr und das ist einfach, die Pull-Rate, die reißt einfach nicht ab. Oh mein Gott, auch Maritelli V-Max ist eine Karte, die ich schon gezogen habe. Aber eine coole Karte. Es gibt ja einige, die Maritelli V nicht mögen. Da gehöre ich nicht dazu. Ich mag zwar die Normalform nicht so gerne, aber die V-Max-Form mit diesem UFO-Artwork, die ist schon wirklich ziemlich geil. Drei Booster haben wir noch. Zweimal Welten im Wandel, einmal Farbenschock. Ja,
Und ich muss sagen, also alles, was jetzt noch kommt, ist Bonus. Ich habe jetzt schon weitaus mehr gezogen, als ich ziehen wollte. Ich kam mir am Anfang des Videos noch so überheblich vor, als ich gesagt habe, so, ja, 2, 3 Hits wären schon geil. Stahlenergie, Aquana, schönes Artwork. Absol, Liliab, Alola Mauzi. Wenn wir jetzt noch eine Character Rare kriegen würden, das wäre ein Träumchen. Trassler, Quatermark, Miniras, Bautz, Wuffels, leider keine Character Rare. Und wir haben noch eine Holo-Karte. Eine Rosi. Ja, ich werde euch den Wert einblenden. Es kann gut sein, dass die vielleicht sogar noch ein Euro wert ist, weil das war auf jeden Fall mal eine 2-3 Euro Karte. So, letztes Booster von Farbenschock für heute. Das ging einfach auf. Vielleicht ist das ein Zeichen, vielleicht kommt da ja noch was drin. Rein meine ich natürlich. Nein, ich meine auch nicht rein, ich meine raus. So, Vokabular ist weg, ich bin wieder da. Psychoenergie, Schweiboss, Voltula, Beulenhelm, Zwirlicht, Otaro, Rotomorph, Dedenne, Castadur, eine Gedächtniskapsel und wir haben nochmal das Glurak. Diesmal als Non-Holo-Rare-Karte. Oder wie Leon sagen würde, Non-Holographic. Das ist geil. Jetzt habe ich sogar als Reverse-Rare und als Non-Holo gezogen. Selbst als Non-Holo ist das noch eine 3-Euro-Karte. Muss man sich mal vorstellen. Alter, dieser Glurak-Hype ist so heftig. Das bezeichne ich auch mal als Hit. Und ja... Auf jeden Fall machen wir jetzt das letzte Booster auf. Welten im Wandel. Welten im Wandel, letztes Booster. Ich muss leider sagen, Welten im Wandel hat heute insgesamt am wenigsten gegönnt, Farbenschock am meisten. Aber komm, Character Rare. Wir haben... Wasserenergie, Utesto, Tangolos, Lilis ganze Kraft, Wuffels, Velursi, Bautz, Paragoninoni, Grüße gehen raus, Magnetilo, ein Azurill, keine Character Rare und wir schließen ab mit dem ultra hässlichen Krabbel. So, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und oh, irgendwas. Was juckt denn da so? Ist da irgendwas? Was ist das denn? Da ist ja noch ein Welten im Wandel Booster. Das machen wir natürlich auch noch auf. Mal gucken, wie viele Leute jetzt schon weggeschaltet haben und das letzte Booster verpassen. Das wäre jetzt ultra krass, wenn da jetzt ein Hit drin ist. Das wäre crank. Das wäre richtig crank. So, wir haben eine Feuerenergie, Bestienit, Teamruf, Arboretos, Pikachu, Teddiosa, Nasknet, Leufeo, Flabébé, für ein Firnontor keine Character Rare und ein Xatu. Leider auch kein Hit. Ja, aber das ist es jetzt auf jeden Fall gewesen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, unterstützt den Kanal, indem ihr einen Daumen hoch gebt auf diesem Video, einen Kommentar schreibt, zum Beispiel, was ich sonst noch so aufmachen soll, was ihr euch wünscht, beziehungsweise vielleicht auch, was ihr am besten fandet bei mir. Und ja, ansonsten sehen wir uns am Samstag wieder. Bis dann. Ciao.